Und seit wann bist du hier? Seit gestern. Oh, seit gestern. Crazy. In dem Block, wo du wohnst, habe ich vorher auch gewohnt. Hast du das? Yeah. Ja, ne, kam halt vom Flughafen aus. Ja, so. Wie bei mir auch. Sozialwohnung, ja. Warst du schon beim DOL? Ja, klar, hab ich ja das gestern gemacht. Okay. Verkaufst du die Buds, die du hast? Willst du sie haben, oder was? Ja. Also brauchen tue ich sie nicht, von daher, ja. Wie viel willst du dafür? Nenn mir einen Kurs. Naja, wie viel hattest du, wie viel Gramm hattest du im Schrank? Hab keine Ahnung. Keine Ahnung, was kann ich jetzt so sagen? Jo, ich gebe dir für alles $20 und wir sind cool. Ja, aber ich weiß ja aber nicht, wie ihr das hier handhabt. So, ja, ich. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es gefunden. Ich will dafür nicht viel haben. Also ich brauche es halt nicht. Aber Pass bevor auf, es ich dieser Jay wegkifft. geb dir $100 für alles. Ja, okay. Gucken, ob sie schlau war. Ja, wer versteckt denn Schlüssel von seinem Auto beim Auto? Das ist Ah, wie den scheiße, PIN Mann. seiner Karte auf den PIN zu schreiben. Unter der Radkappe. Ja. Na, pass auf, dann machen wir so. Ich gehe mal kurz in meine Bude, leg mein Zeug ab und dann schleppen wir die Scheiße halt, alright? Okay. Okay, dann komm mit. Dann siehst du auch, wo ich wohne. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, dann hau raus. Ich helfe dir gerne. Ich bin auch noch nicht so lange hier, aber vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Naja, einiges wurde mir schon erklärt, aber. Oh, was wurde dir denn erklärt? Boah. Also, erst bin ich mit einem komischen Busfahrer durch die Gegend gefahren. Der mir so diese Standard-Dinge erklärt hat, wo ich halt zum DOL komme, wo der Fahrradladen ist oder keine Ahnung. Wo ich Müll sammeln kann. Ja, und. Ja, dieser Jay hat heute auch irgendwie recht viel geredet, aber ich weiß nicht. Er redet auf jeden Fall zu viel und er kifft zu viel. Er hat irgendwas von Aliens auch gelabert. Irgendwie creepy Typ. Er hat einen Bonghit nach dem anderen genommen und ja, was soll ich dir sagen? Hast du ihm die Scheiße gegeben? Nee, er hat das alles selber geraucht. Und Ach, dann der hat meinte das er irgendwas selber. davon, dass er in den Knast muss und keine Ahnung. Woher hat er den Scheiß? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt, ha? Frage nicht, ja nicht jeden, weil er seine Drogen her hat. Und du nimmst nichts. Doch schon, aber. Ich habe es jetzt nicht so nötig, dass ich das im Schrank lagern muss. Wenn ich Drogen haben will, werde ich schon rankommen. Alright, dann warte mal hier. Alright, I'm ready. Natürlich, wo wir lang müssen. Was Herr Weirdtalk, hier sieht einfach alles gleich aus. hast du? Real Talk? Ja? Okay, dann hab ich. Ja, sind halt Plugs, ja? Kann man sich mal schnell verlaufen im Dschungel. Also ich gebe dir einen Tipp, hä? Red nicht so viel. Okay. Also erzähl den Leuten nicht so viel Zeug, Mann. Aber jetzt gerade hast du mir viel über diesen Jay erzählt und vielleicht kenne ich diesen Jay und
habe ich einen ganz, ganz anderen Eindruck von ihm, verstehst du? Das ist true, aber was soll ich denn sagen? Ich kannte den Jungen nicht mal eine Stunde und er hat mich zugelabert. Also, I don't know. Ein Idiot. Anscheinend. Oder einfach ein bisschen Notgeil. Alright. Wollen wir mal. Nimm die Bats direkt mit, right? Kohle gebe ich. Okay. Ja, was? Naja, kein Stress. Alright. So, am besten machen wir es so, dass wir die Klamotten jetzt erstmal zu mir bringen. Später fahre ich wieder mit der Karre. Aber bevor du meinen Schrank guckst, right, räume ich den erstmal auf, gut. Okay, mach das. Oh, warte mal. Okay, wir laufen doch direkt zum Laden. Okay, wie du willst. Aber nix klauen, ne? Hatte nicht vor, was zu klauen. Unnötig habe ich es dann doch nicht. Okay, warte. Wir warten eventuell abgeholt. Okay. Oh. Oh, ja, gut. Sei halt noch ein bisschen aggressiver. Ja, ey, du hattest da... Ja, die Fliege, die habe ich auch gesehen. Die hat mich echt genervt, danke. Na, so ein Butterfleck. Irgendwie was ganz Komisches. Aha. Butterfleck. Was weiß ich, was hast du heute gegessen, ne? Chicken tatsächlich. Chicken. Okay. Lassen wir einfach so. Ich hab mir Trinken eingeschüttet. Ist das der Creepy Typ? Ich weiß nicht, ob es der Creepy Typ ist. Der oder was? Der gerade vorbeigefahren ist. Ich glaube, das ist der. Denn sein Auto steht auf jeden Fall da. Der hat ein Auto. Ja, das Auto, das da vorne steht, der aus Vinewood kommt. Also nicht dieser Jay, sondern dieser. Holy fuck, fette Karre, Mann. Das ist ein Play, da. Anscheinend konnte er sich nur den leisten und jetzt die Wohnung zu teuer. Konnte sich nur den leisten? Fuck, Alter, die Karre ist nice. Na, das habe ich ja auch nicht abgestritten. Brilliant, Motherfucker. Okay, und dieser Jay? Der hat viel Weed, oder was? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall einen Bong-Hit nach dem anderen gezogen. Und wenn du ihm gesagt hast, dass er noch keinen Bong-Hit genommen hat, dann hat er einfach noch einen gezogen. Saßen auf irgendwelchen Sofas und... Ja... Ihr saßt auf Sofa. Ja, was hat er gesagt? Ich glaube, man nennt das Rancho oder so. Ach, ein Rancho was? Das ist da hinten irgendwo, oder? Naja, ich habe ihn an der Tankstelle getroffen. Und dann hat er mir erzählt, dass er Dichter werden will, weil seine Mom ist ihm
aufgetragen hat und keine Ahnung. Warte mal. Mal gucken, ob es der Jay ist. Right. Gucken wir mal aus. Scheiße, wir werden wohl doch nicht abgeholt. Okay. Egal, komm mit. Du wartest gleich hier bei der Karre, okay? Mhm. Und dann gehen wir weiter und räumen schnell die Klamotten um. Oh, was geht? Ja, von der Lady, die hinter mir steht, huh? Die hat wohl eine Bude gekriegt, da war wieder ein bisschen was drin. Hab ich direkt gekauft. Für 100 Dollar. Alle 16? Ja. Yeah. Hey, warte, gehen wir kurz. Die verbrauchen wir alle, Bro. Ja, alles gut. Gib dir 200 dafür. Alright. Wenn Kurzierchen oder mit LTD kommen, Mann, musst du sagen. Oh, ich chill hier, ich muss Klamotten umräumen, ja, zu Fuß. Okay, right, alles klar. Also ich bin immer hier, ich laufe zwischen den Blocks hin und her. Okay, alles klar, wir kommen dann gleich wieder. Ich hab dir die schon mal zugesteckt. Alright, hier, komm hin. Und sonst, wie alt bist du? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was soll ich dir erzählen? Ich bin 23 und komme aus Miami. Scheiße, Mann, du bist älter als ich, Lady. Das kann passieren. Das kann ich heute auch schon zum zweiten Mal. Wolltest du die Sachen nicht doch in den Laden bringen? Na. Okay. Bin mal ein bisschen Planänderung. So, ich mach die gleich auf, ha? Mhm. Oh. Leg die Klamotten ganz unten hin, ins Regal. Okay. Ja. Hast du direkt sortiert, ha? Ja, was soll ich dir sagen? Alright, dann gehen wir in die nächste Tour. Putz zu schwer, ne? Hm, okay, bis 23 kommst du woher? Miami. Mhm. Schön Miami. Es gibt schöne Ecken, ja. Ist nicht der Ort, wo die alle so trainiert sind und Bodybuilding und so ein Shit? Weiß ich nicht, also ich habe wenig mit Bodybuildern zu tun, wenn ich ehrlich bin. Warst du nie am Strand? Miami hat doch ein Beach, oder? Das ist richtig. Ja, und da sind auch immer die ganzen durchtrainierten Ladies und Typen und ja. Yeah. Es gibt auf jeden Fall welche. Okay, du bist nicht so eine. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich durchtrainiert bin. Okay. So, und falls du auch mit Basketball anfangen willst, davon habe ich keine Ahnung. Wer will denn mit Basketball anfangen? Weiß ich nicht, als ich gesagt habe, ich komme aus Miami, fing es gleich an mit Basketball und keine Ahnung, ich war so voll... Ja, das Einzige, was ich vielleicht mache, ist Joggen, aber dann reicht's auch mit Sport. Einfach nur 55, danke für deinen Sub im dritten Monat, Digga, dankeschön. Sorry, Brother. Ich hab voll verpeilt. Er wacht von deinem Schönheitsschlaf, ha? Aha. Was ist los? Komm mal mit der Karre vor meine Bude, right? Ey, yo, darf ich mir noch was anziehen, oder? Na, kannst auch nackt kommen, kein Problem. Alright. Na, ich habe auf jeden Fall viele Klamotten, die in den Laden müssen. Okay. Hier, geschenkt bekommen und so. Alright, okay, ich komme gleich, ja? Alright.
Bis gleich, Peace. Okay, bis gleich. Warte hier kurz. Mhm. Ja. Okay, der ihr Name ist Yoko, huh? Ist seit gestern hier. Wohnt in dem Block, wo ich gewohnt habe vorher. Im? Ja, genau. In Yoko? Yoko denkst du, du kannst der Lady Shit? Klar machen, dass hier auf jeden Fall nicht gedealt wird und so ein Shit, Mann? Hab ich dir schon klar gemacht. Zeigt, Mann. Vielleicht haben wir nachher was für dich, Mann. Bin noch nicht sicher, aber kannst ein bisschen Cash verdienen. Alles cool. Meldet okay, euch. Ich melde mich dann bei dir, right? Alles klar. Und dieser Slavik, ja, wie gesagt, mit dem habe ich telefoniert, aber der will, dass das nur über den läuft. Ah, scheiß auf den, Mann. Ja. Yeah. Er soll hier keinen Stress machen. Wenn der hier Stress macht, kriegt er aufs Maul ganz einfach. Ja, auf jeden. Hey, right, alles klar. Alles klar. Ich hoffe, du kommst, ne? Ja, ja, auch. Alright, können weiter. Okay, also Regeln wurden dir nicht erklärt im Blog. Nö. Okay. Also nicht so wirklich. Verkauf nicht. Hatte ich nicht vor. Werden keine Drogen vercheckt, ha? Huh? Und wenn du jemanden erwischst, der das macht, dann sagst du mir Bescheid. Ich gebe dir gleich meine Nummer. Und wenn du siehst, dass jemand verkauft, dann kaufst du. Du kriegst die Kohle von mir wieder, okay? Okay. Also tust du, als wärst du cool und kaufst dann einfach von ihm. Fragst wie viele. Ja, ja. Fragst wie viele er dabei hat, holst alles, kriegst die Geld wieder von mir. No problem. Und merk dir seinen Namen und check seine Nummer aus, damit wir da auf jeden Fall wissen, wer das ist. Mhm. Alright? Okay. Cool. Ach scheiße, jetzt ist sie mit dem Auto unten, ne? Ja, wir können die Klamotten direkt ins Auto bringen. Yeah, what up, Doc? Yeah, what's happening, bro? Oh, nicht viel, man. Gerade ein paar Klamotten umräumen für den Laden, ne? Bist aber gerade nicht im Laden, ne? Na, aber gleich. Alright, alright, dann warten wir hier. Alles klar, oh, ein Mann. Bye, peace, see ya. Peace. Scheiße, Mann, Kate, jetzt hast du dir doch was angezogen. Ja, na klar. Hi, was geht? Die Lady hat uns Klamotten geschenkt. Yoko. Ich bin Yoko. Okay. Alright. ich bin ein bisschen, noch neben der Spur. Oh, da passt ja sehr viel rein. Wow. Ey, das sind deine Sachen, ne? Alles? Ja. Also. Alright, ja, alles cool. Stimmt. Ey, ich wurde jetzt ungefähr 4-mal angerufen, weil irgendwelche Leute vorm Laden sind. Ja, ich auch. Ey, ich bin noch nicht so richtig hier, ja? Alles cool. Bisschen vercheckt, ha? Soll ich was tragen, oder? Ja, komm mit. Right. du hast keine Klamotten mehr, oder? Wie meinst du? Jetzt an dir. Nee. Okay, pass auf, dann gib ich dir jetzt deine $100 und dann kriegst du noch meine Nummer. Dann tust du das, was ich dir gesagt habe, okay? Mhm. Und dann ja, kannst du machen, was du willst. Wir brauchen dich dann nicht. Name ist Majestic. Mhm. Right? 555. Ja. 811-600. Okay. Alright. Die $100 hier, bitteschön. Have a nice day, huh? Ja. Ciao. War das? Keine Ahnung. Irgendein Girl, was seit gestern hier ist, die hat uns die ganzen Klamotten geschenkt. Hier, die Brille hat die mir auch geschenkt. Wie cool. Mm. Komm, mach deinen kritischen Blick.
Aber passt nicht zu deinem Outfit, finde ich. Ja, ja, ich will gleich eh dieses Hemd anziehen, was in deinem Auto ist. Charlie, guck mal hier rein. Alle Sachen, die unten sind, okay? Im untersten Regal. Die sind für den Laden. Auch das ganz unten? Na. Okay, das ist, hey, hey, hey. Aber diese, okay, diese, den Werkzeugkasten, den kannst du haben. What the hell? Was will ich damit da? Ja, weiß ich nicht. Wenn mal in deiner Karre was kaputt ist, du Räder wechseln willst oder whatever, keine Ahnung, Mann. Ey, siehst du mich da, oder? Beim Radwechsel, Mann, ich weiß nicht, wie das geht, ha? Huh? Ey, ich kann nicht mehr einparken. Warte, ich nehme jetzt das Shirt hier. Dann lassen wir das mit dem Wechsel. Scheiße, Mann, das soll jemand machen, der das kann, ha? Huh? Okay, hast du alles? Ja, da ist nichts mehr. Okay, cool. Okay, komm, ich nehm den Werkzeugkasten mit, okay? Ja, yeah, right. Pack dir meinen Kofferraum. Okay. Warum gibst du der $100? Ich denke, die hat das geschenkt. Für was anderes. Die hat mir noch was anderes gegeben. Ah ja. Weißt schon, dass das ein bisschen komisch wirkt, ha? Was denn? Keine Ahnung, die kommt aus deiner Bude und du gibst dir $100 so. Na, Mann, die hat mir 16 Bots gegeben, ne? Was? Ja. Die hatte die in der Bude und da hab ich gesagt, okay, right, ich geb dir $100 dafür. Mach mal den Kofferraum auf, Mann, ich kann nicht oberkörperfrei rum, Mann. Scheiße. Boah. Die Karre ist voll, ne? Ja, ich hab erstmal ausleihen. Alright. Franz, alles gut bei dir? Ja, die Couch fuckt mich ab, Mann. Ich will ein richtiges Bett, aber die Bude ist zu klein für ein richtiges Bett. Bis zum Kotzen, Mann. Kenn ich. Ich habe eben mein Traumauto gefunden. Der Typ wollte es mir auch verkaufen. Aber okay. War ein bisschen teuer. 45.000. Was? Ja, yeah, ja. Yeah. Holy shit. Okay. Sollen wir den Shit direkt reintragen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was die Leute wollen, Mann. Ich muss... Egal. Oh. Kannst du das überhaupt aushalten hier, das Lager, ha? Huh? Na, schwierig. Aber solange keine Pommes drin sind, ha? Huh? Hey Girl, ich habe ein paar Klamotten für dich. Okay. Gib mir den Autoschlüssel, ich tu weiter. Yeah. Eine kurze Frage, Mann. Habt ihr Caps? Klar, hinter der Theke. Ach so, alt. Aber Finger weg von der Kasse, ja? Ja, sowieso. Ich habe über, no shit, über 30 Leute angerufen. Was? Ey. Ja, die haben alle Bock auf Klamotten, ne? Oh, da ist der Homie, warte mal. Yo, Brother. Wir haben neue Hose am Start. Ah. In Schwarz.
Nimm mich direkt mit, Mann. Keine Frage, Mann. War mir klar, Mann, war mir klar. Also gar keine Frage, Alter. Nein. Ich glaube, $30. $30? Ja. Yeah. Muss ich kurz zur Bank, Mann. Bin gleich da. Alright, bis gleich. Geld ist am Start, Mann. Hä? Alright, Hose auf, Mann. Perfekt. Eid. Hier, $35, Mann. Oh, thanks, man. No, no fucking problem, brother. Zieh die Hose mal kurz an, hä? Mal gucken. Ja, klar, mach mal. Was für eine Farbe, Mann? Schwarz ist. So, schwarz, ja. Ja. Alles cool. So, die Hose ist wieder verkauft. Welche Hose? In dem Style, wo ich anhab immer. Okay. $35. Echt? Ja. Oh shit. War zu viel schon wieder? Ach, mach einfach. Ich mach immer. Du musst mir ehrlich, du musst mir mal eine Preisliste zukommen lassen, right? Ich will die Leute nicht verarschen. Also sieht cool aus, Brother. Thanks auf jeden Fall, hä? Kein Problem, Mann. Ja. Willst du die Kasse mitnehmen, oder was? Naja, Mann, ich guck mal. Also, falls du Bock hast, sie mitzunehmen, so links ist die Steckdose, da musst du rausziehen und dann kannst du mitziehen, ne? Ah, Bruder, ich schau mir die Cappies an, ne? Was hast du gesagt, Kerl? Weiß ich nicht mehr. Na toll. Du hast mich gerade voll überfordert, ha? Warum? Weiß nicht. Ich hab nichts gemacht. Erstmal die Regale wieder auffüllen. Ja, und ordentlich machen, ha? Ja, ich. Ach, hier die. Warten wir, bis die zwei weg sind, schließen wir kurz ab und dann machen wir. Warten wir, bis. Die hat mich angerufen, was will der denn? Wer? Leon. Mein Plan. Okay, geht nicht mehr ran. Siehst du, jetzt haben wir den Fall. Da steht eine Lady und du ziehst dich hier aus, Mann. Das ist kein Problem, ich zieh mich auch aus. Oh, oh shit. Ja, cool. So richtig wie so ein Bauer. Kein Problem, ich zieh mich auch aus. Wie so ein Bauer. Ja, kein Ding, ich zieh mich auch aus. So, komm mal, hier, komm mal zu Mutti an die Titte. Dann. Komm. Ja, klar. Wir haben ein Lager, ja, right? Mhm. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nee, dann kommt einfach vorbei. Ich kann die hier einschließen und... Alles klar, alles klar. Bis dann, tschüss. Dave. Ayo. Später kommt der Typ vom Unicorn, ne? Yeah. Und gibt uns so Gutscheine. Okay. Und wenn die Leute über $50 kaufen, dann kriegen die so einen Gutschein, ne? Oh, cool. Mhm. Oh, da kommt Kundschaft für dich, Mann. Den rede ich nicht. Oh, das DOL.
Mach mal bei Cappies. Wir haben ein Special Outfit. Musst du nur nachfragen, Lady. Can you show me that? Oh, shit, yeah. Problem. Nice. Holy shit, jetzt nicht richtig aufgeregt. Warte, ich hol jetzt hier raus, Mann. Ist nicht so viel, oder was? Wo setz dich hin? Bring's dir. Alright, okay. Baby? Kannst du ein paar Sachen von mir halten? Okay, pass auf, ich gebe dir mein Getränke viel, und mein viel, Essen. Okay. Diese Bestellung. Alright, dann komm mal mit. So, ich geb dir jetzt erstmal den ersten Teil. Mhm. Kannst mal anprobieren, ob sie gefällt. Yeah. Alright, ich guck kurz. Holy crap. Na. Okay, ich hab noch zwei. Alright. Gib dir das mal wieder. Ja. Bitteschön. Bitteschön, das nächste. Kannst mir auch gleich alle beide geben. Alright. Ist nur Trikots, Mann. Ja, aber die sind special, Mann. Okay. Das ist nice. Das sieht nice aus, Mann. Das sieht echt cool aus. Hey. Oh, yeah, Mister hier, hä? Huh? Ganz ruhig. Ganz ruhig, ich hab's nicht gesehen, sorry. Nee, ich glaube, die nehme ich nicht. Habt ihr noch Special Caps oder sowas? Na, aktuell nicht. Hatten wir gestern noch. Alright, okay. Ab und zu kriegen wir auch Unterwäsche und so. Also auch so, ja, so Spezialunterwäsche, ja? Nee, ich trag meistens keine, das geht schon. Alright, yeah. Alright, ich guck nochmal kurz nach Cappy. Oh, jetzt kannst du rein, Mann. Jo, danke dir.